Ja, schönen guten Nachmittag. Die Pünktlichen sollten nicht warten müssen. Herzlich willkommen zur Vorstellung von zwei Studien im Zusammenhang mit der politischen Zukunft Südtirols. Ich begrüße gleich vorweg am Podium die Autoren der Studien. Zu meiner Linken Dr. Stefan Haigner von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung Innsbruck. Professor Dr. Friedrich Schneider von der Universität Linz und Professor Dr. Sigmar Stadelmeier, ebenso von der Universität Linz. Er ist für die völkerrechtliche Studie zuständig und für die Wirtschaftsstudie die Herren zu meiner Linken. Ich begrüße die Vertreter der Freiheitlichen des Südtiroler Landtag, Uli Meier, Simon Stocker und Hannes Singerle. Ich begrüße den Obmann, Andreas Leiter, und eine besondere Freude ist es mir, die Vertreter der FPÖ Tirol zu begrüßen, die sehr stark hier angereist sind. Drei Abgeordnete, Evelyn Achorner, Alexander Gamper und Christoph Ranzmeier, sowie den Pressesprecher Fabian Walch und Stefan Leiner. Ich begrüße den Obmann des Südtiroler Heimatbundes, habe ich gesehen, Roland Lang. In Vertretung des Schützenbundes kommt gerade Richard Andergassen, den ich auch recht herzlich begrüße. Und ich begrüße auch Dr. Franz Bahl von den Altmandataren der Südtiroler Volkspartei, der uns auch die Ehre gibt. Vertreter des Landesparteivorstandes und alle, die hier zu dieser Vorstellung erschienen sind. Vorneweg nur ein paar Worte, warum gibt es diese Studien, was hat mich bewogen, diese Studien in Auftrag zu geben. Das ist sehr, sehr schnell gesagt, es ist ganz einfach die Zukunft unseres Landes. Politiker neigen ja, sich immer auf die nächsten Wahlen auszurichten, was in der Natur der Sache liegt. Ich denke aber auch, dass Politiker die Aufgabe haben, auf die kommenden Generationen zu schauen, dass das Land, so wie es heute dasteht, unser Land Südtirol, sicherlich eine sehr gute Ausgangslage hat, aber im Staatsverband, also im italienischen Staatsverband, haben wir halt bestimmte Hürden, bestimmte Fesseln, und es gibt in Südtirol immer wieder die Diskussion, was ist für Südtirol das Beste? Und es zeichnen sich dann immer diese drei Wege ab. Also entweder zurück zu Österreich, würde sich heuer anlässlich 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg ja irgendwo anbieten, Verbleib bei Italien mit der bestmöglichen Autonomie, oder wie es in meine Partei, die Freiheitlichen, seit Jahren in die politische Debatte gebracht hat, Freistaat, sprich unabhängiger Staat. Alle drei Optionen sind aus meiner Sicht sachlich zu diskutieren, und schlussendlich muss die Bevölkerung entscheiden und die Politik das vorantreiben, was das Volk eigentlich will. Wir haben zwei wichtige Aspekte herausgegriffen. Das eine ist der wirtschaftliche Aspekt, und Sie wissen alle, wenn es neue Entwicklungen gibt, dann laufen sie meistens über die Wirtschaft. Denken wir an Europa, das derzeit in einer großen Krise steckt. Die ehemalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde eben aus Sicht der Wirtschaft gegründet. Die politische Union, die im Raum steht, ist dann wieder eine andere Geschichte. Und so läuft halt vieles auch dahin. Und die Leute, die uns in den letzten Jahren gefragt haben zu diesem Projekt Freistaat, ja, wie schaut das da denn wirklich aus? Können wir uns das leisten? Wie schaut es mit den Pensionen aus und so weiter? Das sind dann die aktuellen Fragen, die die Bevölkerung hat. Und um auf diese Fragen auch fundierte Antworten zu geben und nicht nur so aus dem Bauch heraus, denn eines ist, was man sich wünscht, und etwas anderes ist, was sinnvoll ist, was machbar ist und was vor allem sinnvoll ist. Diese Diskussionen sind dann auf breiter Ebene eben zu führen. Und dann, in dieser europäischen Entwicklung steckt Südtirol mittendrin. Wir sind bei diesem Staat Italien von Anfang an dabei. Italien ist der Gründerstaat, und somit waren wir, ob wir wollen oder nicht, automatisch auch immer Teil dieses europäischen Projektes. Und ich kenne in Südtirol auch wenige Leute, die sagen, ich möchte von Europa irgendwie weg. Aber wie gesagt, haben wir mit Italien eine gute Zukunft oder haben wir eine bessere, wenn wir im Alleingang gehen? Und dann gibt es ja diese Beispiele auch in Europa. Es ist nicht Südtirol allein, wo es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Nur zwei ganz markante Beispiele, Katalonien und Schottland. Es gibt aber auch andere. Und da soll sich Südtirol natürlich auch positionieren. Das ist die Ausgangssituation. Der Auftrag an die Professoren, diese Studie auszuarbeiten, hat unter diesen Prämissen stattgefunden.
Und ich möchte eines sagen, und da bin ich stolz darauf, das ist keine typische Auftragsstudie, wo ich gesagt habe, das muss herauskommen, weil das ist ja bei Studien so manchmal üblich, sagt, wer zahlt, der schafft an. Darin würde ich wenig Sinn erkennen. Und ich sage auch noch, natürlich hat sich die Problematik auch dargestellt im Hinblick auf die starke Zusammenarbeit mit Tirol. Wir möchten uns keinesfalls von Tirol abkapseln oder abkoppeln, aber um einen eigenständigen Weg zu gehen, ist in Südtirol wichtig, alle drei Sprachgruppen mitzunehmen. Das war von allen Anfang auch eine Vorgabe für uns Freiheitliche selbst. Und wir stellen uns das als vor, wie die Schweiz, wo vier Ethnien leben und wo alle stolz sind, Schweizer zu sein. Das ist das politische Ziel, das wir uns irgendwo gegeben haben. In diese Richtung möchten wir arbeiten. Aber wie gesagt, um fundiert diskutieren zu können und um uns nicht einem modernen Unwort hinzugeben, nämlich dass alles alternativlos ist, was derzeit besteht, sondern dass es in der Demokratie immer auch eine Alternative geben muss. Deshalb habe ich auch dies als Plan B bezeichnet. Und Ideengeber, wenn man so will, war ursprünglich für mich die Frau Hofrat Viktoria Stadelmeier, den gleichen Nachnamen wie Professor zu meiner rechten Seite, die mir einmal gesagt hat in der Diskussion, schau, es ist nicht sträflicher in der Geschichte, wie auf eine neue Situation nicht vorbereitet zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch vieles daran gemangelt, weil die besten Leute eben nicht noch im Krieg waren, nicht da waren. Man war auf diese Situation so gesehen auch nicht vorbereitet. Jetzt können wir uns vorbereiten und das soll alles, das ist mir wichtig, jedes politische Projekt muss ein Friedensprojekt sein und wir vergessen manchmal, was im Paketabschluss vor der UNO auch akkordiert wurde, dass jedes politische Projekt in Südtirol nicht gegen eine Sprachgruppe im Lande gerichtet werden darf. Das wäre von vornherein wahrscheinlich aussichtslos. Genug der einleitenden Worte. Ich übergebe das Wort jetzt dir, lieber Stefan. Wir haben uns in der Zwischenzeit öfter gesehen und gehört und bitte dich um die Ausführungen. So, dann auch einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Haigner und gemeinsam mit dem Professor Friedrich Schneider darf ich Ihnen kurz und knackig unsere Ergebnisse präsentieren. Vorab vielleicht, lieber Bius, du kannst bei uns ohne dies nur Studien beauftragen, aber keine Ergebnisse. In dem Sinne darf ich ganz kurz da hier zur Sache kommen. Vielleicht beginnen damit, wie wir die Studie aufgeteilt haben. Wir haben uns im ersten Schritt angesehen, was ist der ökonomische Ist-Zustand Südtirols. Nämlich deshalb, weil diesen Ist-Zustand könnte man nehmen und sozusagen als Projektion in die Zukunft, als ökonomische Zukunft eines gegebenenfalls eigenstaatlichen Südtirols sehen. Und die Frage dann, abgeleitet davon, wäre dementsprechend, was könnte diesen ökonomischen Wohlstand, den wir heute in Südtirol feststellen können, was könnte den gefährden? Ja, das ist sozusagen die Struktur der gesamten Studie. Und beginnen möchte ich damit, entschuldigen Sie, dass ich mich umdrehe, aber der Computer steht da vorne und da hinter mir leider die Folien. Möchte ich damit, dass in Südtirol Sie eine weit überdurchschnittliche Erwerbstätigenquote haben. Sie können die Zahlen hinter mir sehen. In Südtirol haben Sie eine Erwerbstätigenquote von 73%. Sie sehen hier die Zahlen aus dem Jahr 2016, aber wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die Zahlen aktuell ähnlich bzw. sogar noch besser. Wenn Sie die Erwerbstätigenquote mit Südtirol im Vergleich zu anderen Regionen sehen, dann sehen Sie, dass ein deutlicher Abstand besteht. Ja, also so in Südtirol arbeiten deutlich mehr Leute. Wenn Sie es auf Italien im Durchschnitt beziehen, könnten Sie sagen, dass in Südtirol in etwa 30% mehr erwerbstätig sind als im Durchschnitt in Italien. Dazu kommt noch, dass in Südtirol die Arbeitslosenrate weit, weit besser ist als im Vergleich zu allen anderen Regionen, die Sie in Italien haben. Sie sehen es wieder hier, die Arbeitslosenrate in Südtirol beträgt unter 4%, 3,7%. Das sind unsere Zahlen. Aktuell nähert sich die Arbeitslosenrate aber eher gegen die 3%-Marke. Ja, auch hier, wenn Sie es vergleichen mit anderen Regionen, können Sie sehen, dass Sie in Italien Regionen haben, wo Sie eine Arbeitslosenrate haben, die jenseits der 20% liegt, bis fast 25% hinauf. Das heißt, wir haben in Italien Regionen, wo jede fünfte bzw. jede vierte Person arbeitslos ist. Ja. Die beiden Tatsachen zusammen sind natürlich aus einer fiskalischen Sicht ausgesprochen positiv für Südtirol.
sowohl auf der Einnahmenseite können Sie das sagen, weil Sie natürlich mit einer hohen Erwerbsquote und einer geringen Arbeitslosigkeit ein hohes Aufkommen haben, an Einkommensteuer beispielsweise, an Sozialabgaben ein hohes Aufkommen. Und auf der anderen Seite, auf der Ausgabenseite, haben Sie dementsprechend weniger Ausgaben in Form von einer Arbeitslosenunterstützung beispielsweise. In Summe sind diese zwei Indikatoren wahrscheinlich schon hinreichend zu erklären, weshalb Südtirol einen derart großes Bruttoregionalprodukt pro Kopf hat im Vergleich zu anderen Regionen in Italien. Sie sehen es hier mit einem Bruttoregionalprodukt von 42.600 Euro pro Kopf in Südtirol, führt gewissermaßen Südtirol mit einem Abstand von 15% die Rangliste an vor der Lombardei mit in etwa 36.600 Euro Bruttoinlandsprodukt und wiederum im Vergleich zum Durchschnitt in Italien ganz rechts außen mit 27.700, ja, haben Sie einen Abstand von 50%. Also die Wirtschaftsleistung pro Kopf in Südtirol ist etwa 50% höher als jene im gesamtitalienischen Schnitt. Diese Wirtschaftsleistung dabei entstammt nicht nur wenigen Sektoren. Also die Südtiroler Wirtschaft ist relativ gut diversifiziert. Die Wirtschaftsleistung stammt stark aus dem Bereich der Herstellung von Waren, aus dem Bereich Handel, Beherbergung und Gastronomie. Das wissen wir, denke ich, alle, dass das wichtig ist für Südtirol, aber auch aus dem Grundstücks- und dem Wohnungswesen. Ja, tragen alleine die vier Sektoren in etwa 50% zur gesamten Wirtschaftsleistung bei und bringen so am Ende, wenn Sie die Südtiroler Wirtschaftsleistung an der italienischen Wirtschaftsleistung relativieren, einen Beitrag zur gesamten Wirtschaftsleistung von 1,3%. Im Vergleich dazu, die Südtiroler Bevölkerung beträgt 0,9% der Anteil. Ja, also Sie sehen es auch hier wiederum. Südtirol ist aber nicht nur eine wirtschaftsstarke Region im Vergleich zu anderen Regionen in Italien, sondern auch wenn Sie sich die europäische Wirtschaftslandkarte anschauen würden, dann würden Sie auch sehen, dass Südtirol im europäischen Kontext zu den wirtschaftsstärksten Regionen zählt, mit einem Bruttoregionalprodukt pro Kopf von zwischen 125 und 150%, zählen Sie zu den Top-Einkommensbeziehern. Dieser ökonomische Status quo ist jetzt allerdings nicht nur ein Kind der jüngeren Geschichte. Das sehen Sie, wenn Sie sich die Wachstumsraten des Bruttoregionalprodukts für Südtirol ansehen. Hier sehen Sie es für die Jahre 2000 herauf bis zum Jahr 2016. Real ausgedrückt, das heißt inflationsbereinigt. Und hier sehen Sie es gleich in der allerersten Zeile wiederum für Italien, dass in diesem Zeitraum die Wirtschaftsleistung real in Italien um ungefähr 5% gefallen ist, wohingegen die Wirtschaftsleistung in Südtirol real um 5,3% gestiegen ist. Das bedeutet für Südtirol, das ist gemeinsam mit noch, in der zweiten Zeile sehen Sie es oben, mit noch einer weiteren Region, die einzige Region in Italien ist, die überhaupt positive reale Wirtschaftswachstumsraten aufzuweisen hat. Von 0,3%, und Sie sehen, Basilicata mit 0,2%, ansonsten haben Sie überall ein negatives Wirtschaftswachstum, die Wirtschaft ist schlicht und ergreifend geschrumpft in den jeweiligen Regionen. Dergestalt überrascht es jetzt auch nicht, wenn wir uns die Frage stellen, ob Südtirol in einer Nettozahlerposition oder in einer Nettoempfängerposition sich befindet, bezogen auf den Zentralstaat Rom. Ja. Sie sind hier im Übrigen im Vergleich zu anderen Ländern in einer recht luxuriösen Situation, dass Sie die Statistiken der sogenannten öffentlichen territorialen Konten haben. Und vereinfacht gesagt könnte man sagen, was Sie haben ist, Sie haben die Information darüber, was in einer gewissen Region an Aufkommen entsteht, ob das jetzt Steuern sind, ob das Sozialabgaben sind. Und Sie wissen auch, welche Mittel in eine Region fließen. Dementsprechend ist jetzt hier für unsere Diskussion vor allem die Information in der Spalte ganz rechts außen wichtig, wo Sie den Primärsaldo finden, beziehungsweise den Primärsaldo pro Kopf dargestellt. Und was Sie sehen können ist, wenn Sie sich die Entwicklung seit dem Jahr 2000 herauf bis zum Jahr 2015 ansehen, aktuellere Zahlen gibt es einstweilen einmal dazu nicht, dann sehen Sie, dass beginnend mit dem Jahr 2000 Südtirol in eine Nettozahlerposition gekommen ist. Die Jahre davor, also hier ausgewiesen die Jahre 2000 bis zum Jahr 2002 herauf, aber Sie können das auch beobachten für die Jahre ab 1990, so grosso modo, war Südtirol in einer Nettoempfängerposition. Also insofern hat sich das Vorzeichen sozusagen der Zahlungsströme verändert. Ob das gute Geschichte ist oder nicht, ist ja jetzt einmal an der Stelle dahingestellt.
Wenn Sie das jetzt sich genau anschauen, die Zahlen, dann sehen Sie, dass es hier zu sehr, sehr starken Unterschieden innerhalb dieser Zeitreihe kommt. Ja, das ist deshalb so, weil die ganzen Zahlungsströme, die Sie hier dargestellt finden, nach dem sogenannten Kassa-Prinzip verbucht werden. Also sozusagen einfach der Zahlungseingang ist entscheidend dafür, welche Zahlen wir hier in der Zeitreihe sehen. Weshalb es aus unserer Sicht primär Sinn macht, wenn man sich eine Durchschnittszahl ausrechnet über den gesamten Betrachtungszeitraum. Und hier würden Sie, wenn Sie den gesamten Betrachtungszeitraum sich ansehen, den wir hier dargestellt haben, hier würden Sie sehen, dass Südtirol seit rund 2000 jährlich in etwa 480 Millionen Nettozahlerposition hat. Ja, das ist der Mittelabfluss, den Sie aus Südtirol feststellen können. Nachdem Sie mit diesen öffentlichen territorialen Konten also dementsprechend wissen, welches Aufkommen Sie in Südtirol haben und welche Ausgaben Sie in Südtirol haben, ist die erste Frage, und das ist eine der Kernfragen ja für uns, ist die erste Frage vergleichsweise leicht zu beantworten, und zwar, wie schaut es aus zukünftig bei einem eigenständigen Staat Südtirol mit der Landesverteidigung, mit den Pensionen, der Außenpolitik, der öffentlichen Verwaltung, der Justiz, was immer Sie da so sozusagen brauchen, damit ein Staat funktioniert? Die Antwort ist deshalb leicht, weil Sie das alles bereits in diesen Nettozahlungsströmen finden, die ich Ihnen vorher präsentiert habe. Das ist schlicht und ergreifend alles abgedeckt. Und selbst wenn Sie sich überlegen beispielsweise, dass Südtirol höchstwahrscheinlich auch einen Anteil an der gesamtitalienischen Staatsverschuldung wird schultern müssen zukünftig, sehen Sie es in der Tabelle oberhalb, dass in Abhängigkeit davon, welches Kriterium Sie heranziehen wollen, eine Staatsschuldenquote herauskommt, die minimal, könnte man sagen, im europäischen Kontext, nämlich ganz rechts außen mit knapp 60% der Wirtschaftsleistung bis hinauf zu 130% gehen könnte. Ja. Die Bandbreite ergibt sich dabei im Wesentlichen darauf, dass Sie sozusagen unterschiedliche Indikatoren zugrunde legen können, anhand der Sie berechnen, welche Schuldenlast Südtirol zu schultern hat, und natürlich soweit noch keine Einigkeit darüber herrscht, ob Sie das an der Wirtschaftsleistung festmachen wollen, ob Sie das beispielsweise an der aktuellen Zinsendienst Südtirols, an der Gesamtstaatsverschuldung festmachen wollen oder am Bevölkerungsschlüssel. Aber wie Sie es auch am Ende ausrechnen würden, Sie könnten vor dem Hintergrund der Transferzahlungen, die Sie auf der vorhergehenden Folie gesehen haben, von knapp 500 Millionen Euro sagen, dass selbst bei einer Quote, bei einer vergleichsweise ungünstigen Quote von 130% diese Schuldenquote sehr rasch abgebaut werden könnte. Ja. Das heißt, basierend auf diesen Ausführungen könnte man sagen, dass die ökonomische Zukunft eines eigenständigen Staates Südtirols gesichert wäre. Ja. Es gibt allerdings aus unserer Sicht ein großes Aber, und dieses große Aber ergibt sich daraus, dass Südtirol vergleichsweise stark in den Handel mit anderen Räumen, mit anderen Regionen integriert ist. Was Sie hier sehen, ist die Aufteilung der Warenexporte Südtirols. Sie sehen es hier aufgeteilt nach, was sind die Empfängerländer. Und Sie sehen, dass in Deutschland, nach Deutschland beispielsweise 33% von den knapp über 4 Milliarden an Warenexporten, die Südtirol zu verbuchen hat, nach Deutschland gehen. Dann kommt Österreich mit 10%, Frankreich und Spanien mit 4,7% bzw. 3,6% und dann auch noch die anderen EU-Länder mit 18,4%. Beziehungsweise anders dargestellt, können Sie sagen, mit den Vereinigten Staaten bzw. der Nicht-EU haben Sie 9,4% bzw. 6,8% des Warenexportes. Die Waren dabei wiederum stammen aus den verschiedensten Sektoren. Das wäre die Landwirtschaft als wichtiger Bereich, das ist die Lebensmittelproduktion, aber das ist auch beispielsweise die Erzeugung von elektrischen Geräten. Jetzt alleine die 4 Milliarden Euro an Warenexporten zu nehmen und daran sozusagen die Bedeutung dieses Bereichs für die Wirtschaft Südtirols zu nehmen, das wäre wahrscheinlich noch zu verkürzt. Dies deshalb, weil die Leute, die in diesen jeweiligen Exportsektoren tätig sind, natürlich dort Einkommen erzielen und diese Einkommen ihrerseits wieder in der Südtiroler Wirtschaft verausgaben, was sozusagen über eine Art ein Multiplikatorprozess zusätzlich noch Beschäftigungen, Einkommen in der Südtiroler Wirtschaft, sichert. In Summe haben wir Sie aber hier, wenn Sie das noch einmal relativieren, vielleicht an der Wertschöpfung, an dem Bruttoregionalprodukt Südtirols, können Sie sagen, die Warenexporte Südtirols machen etwa 20% der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Für Südtirol wichtig und insbesondere für die Frage, ob ein eigenständiger Staat Südtirol überlebensfähig wäre ökonomisch, ist noch,
dass man sich ansieht, wie viel an Handel betreibt Südtirol noch mit anderen italienischen Regionen. Und was Sie hier sehen können, ist, dass der sogenannte interregionale Handel, also der Handel Südtirols mit innerhalb Italiens, noch einmal in etwa 5,4 Milliarden Euro ausmacht. Und damit ist dieser Handel wichtiger als der derzeit internationale Handel. Vielleicht ein bisschen anders dargestellt wiederum, könnten Sie sagen, die 9,5 Milliarden Euro, die Südtirol in Summe an Waren exportiert, sei es in andere italienische Regionen oder sei es in das heutige Ausland, ja, diese 9,5 Milliarden Euro machen dementsprechend bereits dann jetzt 43% der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Aber dazu kommt noch, dass natürlich Südtirol nicht nur Waren exportiert, sondern Südtirol ist ein Tourismusland, wie wir das wissen, ja. Und dementsprechend ist natürlich der Tourismus für Südtirol wichtig. Hier vielleicht ein paar Kennzahlen dazu. Sie haben in Südtirol in etwa 10.000 Betriebe in dem Bereich Beherbergung und Gastronomie. Damit haben Sie etwas mehr Betriebe, als wir es in Tirol haben. Ja, haben 220.000 Betten und in Summe etwa 30 Millionen Nächtigungen. Zum Vergleich dazu, in Tirol haben wir in etwa 48 Millionen Nächtigungen. Die gesamte Wertschöpfung, die in diesem Bereich entsteht, beläuft sich dabei auf etwas über 2 Milliarden Euro, womit Sie jetzt in Summe einen Export in Südtirol haben von 11,5 Milliarden Euro und damit exportiert Südtirol deutlich über 50% seiner gesamten Wirtschaftsleistung an das Ausland. Und aus unserer Sicht sozusagen ist das dementsprechend auch sozusagen der Knackpunkt in Bezug auf die Frage, wie die ökonomische Zukunft eines eigenständigen Staates dann aussehen wird. Ja. Das heißt, unser Schluss ist dementsprechend, dass Südtirol eine starke Region ist und Südtirol ist eine exportorientierte Region. Und unter den herrschenden Bedingungen, also unter dem heutigen Status quo, kann man sagen, dass auch sozusagen ein eigenständiger Staat Südtirol funktionieren wird. Wichtig dafür ist allerdings für diese Aussage, dass auch die Beziehungen in Zukunft zu Europa, zur Europäischen Union, aber auch zu dann Rest Italien so ausgestaltet sind, wie sie es heute sind. Die Frage, ob Südtirol dann keine Nettoposition mehr innehaben wird, das ist vielleicht eine andere, aus unserer Sicht eine politische Frage, weil es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Transferzahlungen, die heute sozusagen netto, wenn man so möchte, nach Rom fließen, zukünftig einfach vielleicht an eine supranationale Organisation fließen werden. Ja. In diesem Sinne, das wäre unser Statement soweit. Ja, herzlichen Dank, Stefan Haigner, für die Vorstellung der wirtschaftlichen Aspekte. Die Studie wurde ja unterstellt unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Schneider. Vielleicht können Sie dazu noch... Gut, also es sind Ihnen ja die wesentlichen Fakten vorgestellt worden. Ich muss ganz offen sagen, ich war sehr positiv überrascht, wie wirtschaftlich stark Südtirol ist. Hätte ich in diesem Ausmaß nicht gedacht, aber mag mein geringer Kenntnis sein. Es ist eine extrem starke Region und aus Grund der wirtschaftlichen Stärke kann man eindeutige Schlussfolgerungen ziehen, ein unabhängiger Staat Südtirol wäre lebensfähig. Aber natürlich, wie hier gesagt ist, das muss in dem Sinn friedlich abgehen, wenn dann Ihr wichtigster Nachbar im Süden blockiert, dann ist das sehr, sehr schwierig. Ja. Eines, glaube ich, würde ich etwas stärker noch betonen, wie Stefan Haigner, auch als EU-Mitglied wäre Südtirol Nettozahler. Ja, das ist schlicht und einfach zu reich. Ja. Also das kann man ganz kurz und bündig sagen. Ja. Sie wären Nettozahler. Ja. Das hat aber auch den gewaltigen Vorteil, dass Sie in der EU sehr willkommen wären. Wir haben ja nicht mehr so viele Nettozahler. Ja. Also insofern, aber in der Hinsicht gäbe es nur einen Transfer der Mittel nach Brüssel, wie jetzt der Mittel nach Rom. Ja. Aber das sollte man, glaube ich, ganz klar aussprechen. Und die Nettozahlerposition bleibt bestehen. Also da müsste mittleres Wunder geschehen, wie andere Länder dann noch reicher sein muss. Und im internationalen Regionenvergleich, ist ja in der Studie drin, ja, ist ja sehr erfreulich für Südtirol, stehen sie ganz oben. Ja. Aber als unabhängiger Staat wären Sie ein Nettozahler und die große Herausforderung ist sicherlich, dass damit Südtirol natürlich
eigenständig durchaus werden könnte. The proof of the pudding, Mr. Rinsack, liegt dann in der Frage, wie gestalte ich den Weg dahin, dass es für alle akzeptabel wird. Das ist sicherlich nicht einfach und wir sehen, ja, das ist mein letzter Satz, das missglückte Beispiel Katalonien, wo so ziemlich alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Ja, das würde ich nicht auf hier projizieren, aber man sieht, dass so ein Prozess keine triviale Sache ist. Aber das war auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war eine ganz eindeutige, die ökonomische Perspektive zu bieten. Und die ökonomische Perspektive ist sehr gut für Ihr Land. Und wenn Sie diese enorme Exportfähigkeit auch weiter behalten, dann sichern Sie auch Ihren Wohlstand, was natürlich auch immer wieder Wandel voraussetzt, aber der ist sicherlich gegeben. Mehr möchte ich nicht sagen. Kommen wir dann zu den juristischen Aspekten. Die Leute sollen die Studie auch noch lesen. Oi, das ist aber viel verlangt. Danke, Herr Professor Schneider. Und nun gebe ich das Wort dem Professor Stadelmeier, der für die völkerrechtlichen und europarechtlichen Aspekte zuständig war, beziehungsweise die Studie darauf aufgebaut hat, eine sogenannte völkerrechtliche Studie. Er ist ausgewiesener Völkerrechtler. Bitte schön, Herr Professor. Vielen Dank, Herr Leitner. Sehr geehrte Damen und Herren, keine Angst, ich halte keine Vorlesung aus Völkerrecht. Ich habe insgesamt nur 3 Folien, eine davon sehen Sie bereits. Die anderen beiden befassen sich jeweils mit dem völkerrechtlichen, die letzte mit dem europarechtlichen Kontext unseres Anliegens. Ich greife im Grunde das Wort der Ökonomen einfach auf. Auch meine Ausführungen werden dahin führen, dass es nahezu alternativlos ist, einen gewissen Konsens mit dem Gebietsvorgänger zu suchen. Warum? Beginnen wir damit, uns vor Augen zu halten, dass das Selbstbestimmungsrecht im Völkerrecht nicht gleichgesetzt werden darf mit dem Recht auf Eigenstaatlichkeit. Diese Gleichsetzung stimmt nur in einer einzigen Konstellation, nämlich bei ehemaligen Kolonien, und das ist nicht unser Thema. Der Grund dafür liegt darin, dass in der UN-Charta das Selbstbestimmungsrecht nicht Selbstzweck ist, sondern Mittel zum Zweck, nämlich Mittel zum Zweck, Stabilität herzustellen. Ethnonationalismus, der die Tendenz zur Destabilisierung in sich trägt, ist unter diesem Gesichtspunkt schon per se an und für sich ein Problem. Die völkerrechtliche Praxis, die politische Praxis bisher zeigt, dass die meisten Versuche einer nicht konsensualen Loslösung entweder gescheitert sind, Katanga, oder aber nach einer gewissen Abkühlungsphase letztlich zu einem Konsens oder wenigstens zu einem Kompromiss mit dem Gebietsvorgänger geführt haben. Die historischen Beispiele dafür aus jüngerer Zeit, Eritrea und Ägypten, Bangladesch und Pakistan. Im Übrigen empfehle ich, das Gewicht in der Abwägung gar nicht so sehr auf eine mögliche formale Legitimation zu legen. Die Erfahrung zeigt, dass der Tag danach mindestens ebenso wichtig ist wie das Argument, das man gebraucht in der Phase des Loslösens. Es ist eine Mischung rechtlicher und politischer Argumente. Und gerade die Erfahrung des Kosovo, das in keiner Weise hier repräsentativ ist, zeigt, dass es keinen Sinn macht, nach Unabhängigkeit zu streben, ohne gleichzeitig sicherstellen zu können, dass nachher eine gewisse kritische Masse in der internationalen Gemeinschaft bereit ist, diese Eigenstaatlichkeit zu akzeptieren. Kosovo ist wohl eigenstaatlich, hat aber bis heute größte Schwierigkeiten, internationalen Organisationen beizutreten, weil ihnen dort einfach die Mehrheit fehlt, die in vielen Fällen, außer Beitritt geht mit simpler einseitiger Erklärung, was die Ausnahme ist, diese Mehrheit fehlt. Insbesondere haben wir im Völkerrecht das Problem, dass viele Fragen der Staatennachfolge entweder noch gar nicht multilateral vertraglich geregelt sind oder zwar geregelt, aber noch nicht in Kraft sind. Das Problem stellt sich insbesondere bei der Rechtsnachfolge in Vermögen, Archive und Schulden. Es gibt eine wunderschöne Konvention, die ewig nicht in Kraft treten wird. Und all diese Fragen, die von den Ökonomen bereits angesprochen worden sind, Fragen wie Staatsvermögen, Aufteilung von Staatsschulden, Fragen wie, besonders sensibel, Staatsangehörigkeit natürlicher Personen,
müssen ganz einfach mit dem Gebietsvorgänger geregelt werden. Allein, wie Sie gehört haben, wie viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte für die Bemessung eines, wie die Staatennachfolgekonvention sagt, billigen Verteilungsschlüssels von Vermögen und Schulden argumentierbar sind, zeigt, dass wir uns hier auf jahrelange Verhandlungen gefasst machen müssen und ein Klima der feindlichen Loslösung würde nicht unbedingt günstige Ausgangspositionen für solche Verhandlungen schaffen. All das legt schon mal aus völkerrechtlicher Sicht eine konsensuale Vorgangsweise im Einvernehmen mit dem Gebietsvorgänger aus ganz realpolitischen Gründen nahe. Das ist die völkerrechtliche Seite. Pardon. Es ist bereits erwähnt worden, dass Südtirol als bisheriger Bestandteil des EU-Gründungsmitglieds Italien auf ein gutes halbes Jahrhundert EU-Mitgliedschaft und damit wirtschaftlicher Verflechtung mit den Staaten der heutigen Europäischen Union zurückblickt. Sie sind ja in einer ähnlichen Position wie Österreich zum Beitrittszeitpunkt war. Wir reden von ungefähr 2/3 in jede Richtung. Bedenken Sie bitte, dass eine Menge an legistischen Hausaufgaben jedenfalls auf Sie zukommt, weil in vielen Bereichen, wo jetzt italienisches nationalstaatliches Recht Südtiroler Landesrecht überlagert, all diese Bereiche müssen Sie künftig selbst schultern. Das ist nicht unbedingt ein Spaziergang, das bedeutet eine ganze Menge juristischer Hausaufgaben. Abhängig davon, wie Sie Ihr künftiges Verhältnis mit der Europäischen Union gestalten, variieren diese Hausaufgaben ein wenig. Die Erhaltung des vollen Status quo kann nur im Wege einer Mitgliedschaft erfolgen. Allgemeine völkerrechtliche Praxis mit Ausnahme der Finanzinstitutionen ist es, dass das Völkerrecht eben keine Rechtsnachfolge in die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen kennt, selbst wenn diese Mitgliedschaft vertraglich begründet ist. Ein unabhängiges Südtirol muss daher der Europäischen Union neu beitreten. Nun ist die wirtschaftliche Kompatibilität, die rechtliche Kompatibilität im Südtirol-Fall nicht so das große Thema, aber bedenken Sie, das Durchgehen dieser Dinge ist jedenfalls notwendig, das meinte ich mit juristischen Hausaufgaben. Und dann kommt das große Problem, der Beitritt zur Europäischen Union bedarf eines Konsenses. Es muss nämlich jeder einzelne Mitgliedstaat zustimmen und zwar gleich zweimal, einmal in der Abstimmung im Rat und ein zweites Mal bei der Ratifikation des Beitrittsvertrags. Die italienische Republik wäre auch alleine in der Position, einen Südtiroler Beitritt zumindest auf einige Zeit zu blockieren und sei es nur, um für die notwendigen Nachfolgeverhandlungen ein wenig Druck aufzubauen. Damit müssten Sie rechnen. Ein Ausweichen auf ein Assoziierungsverhältnis bringt Ihnen genau gar nichts, ich will ganz offen sein, weil die Beschlussfassungserfordernisse unterm Strich die gleichen sind. Assoziierungsverträge müssen im Rat einstimmig genehmigt werden. Und da die meisten Assoziierungsverhältnisse im weitesten Sinn Binnenmarktmaterien betreffen und Binnenmarktmaterien in die sogenannte geteilte Zuständigkeit EU-Mitgliedstaaten fallen, müssen diese Abkommen als sogenannte gemischte Abkommen geschlossen werden. Und wir haben genau die gleiche Situation wie beim Beitritt. Mehrheit in den Organen plus, Einstimmigkeit in den Organen plus Zustimmung aller Mitgliedstaaten zu den entsprechenden Verträgen. Allerdings gewinnen Sie mit einem Assoziierungsverhältnis nur eine Mitwirkungsmöglichkeit, haben aber keinerlei Mitbestimmungsmöglichkeit auf die Gestaltung künftigen Europarechts. Die Alternative bloßer Handelsabkommen, wenn Sie kein Assoziierungsverhältnis anstreben, sieht auf den ersten Blick attraktiv aus, hat aber mehrere Nachteile. Attraktiv, weil für den Abschluss bloßer Handelsabkommen im Rahmen der gemeinsamen Außenhandelspolitik der EU eine sogenannte qualifizierte Mehrheit im Rat ausreicht, vereinfacht gesagt 55% der Ratsmitglieder, aber mindestens 15 an der Zahl, die jedenfalls mindestens 65% der EU-Bevölkerung ausmachen. Allerdings kann eine Allianz separatismuskritischer Mitgliedstaaten, ich denke hier an Italien, an Spanien und Frankreich, und dazu entweder Belgien oder Finnland, jede dieser Viererkonstellationen schafft die Sperrminorität und kann auch das Erreichen der bloßen qualifizierten Mehrheit verhindern und damit wieder für Nachfolgeverhandlungen Druck ausüben. Plus kommt hier eine Besonderheit des EU-Rechts ins Spiel.
die für Ihre Position sicher nicht unwichtige Frage der Verkehrspolitik angesichts der geografischen Lage Südtirols gilt generell nicht als Außenhandelsmaterie, sondern als Binnenmarktmaterie, gemischte Zuständigkeit, und wir haben wieder alle Mitgliedstaaten inklusive den Gebietsvorgänger an Bord. Dies alles zusammengenommen, meine Damen und Herren, legt aus meiner juristischen Sicht nachhaltig und nachdrücklich eine konsensuale Vorgangsweise nahe. Soweit ein erster Überblick über meine rechtliche Beurteilung. Danke, Herr Professor Stadelmeier. Wie Sie sehen, war es nicht meine Absicht, hier nur Euphorie zu verbreiten, sondern einfach ganz klar die Realität aufzuzeigen. Wir wissen genau, dass so ein Projekt kein Sprint ist, sondern ein Hürdenlauf und ein Marathonlauf wahrscheinlich. Aber ich denke, wenn Südtirol diese Zeit, die wir aufwenden, um mit dem italienischen Staat zu streiten, um Zuständigkeiten und vor dem Verfassungsgerichtshof, wenn wir die Hälfte dieser Zeit aufwenden für ein neues Projekt, dann sind wir sicherlich auf einem guten Weg. Eines mag der Wunsch sein vieler Südtiroler, das andere ist, ein politisches Projekt auch zu realisieren. Das ist eine Aufgabe der Politik. Wenn wir sehen, wie Europa derzeit im Umbruch ist, wenn selbst die deutsche Bundeskanzlerin gestern, war sie ja in Südtirol hier, allerdings nicht um uns zu besuchen, sondern die deutsche Fußballnationalmannschaft. Hoffentlich ist sie eine gute Fee. Viele Südtiroler halten zu Deutschland und fertig die auch. Wenn Österreich gegen Deutschland spielt, halten wir zu Österreich. Also insofern ist ein gutes. Wir sind hier auch sehr flexibel, um es so zu bezeichnen. Um nicht zu sagen opportunistisch auch. Das heißt, wenn man politische Projekte dieser Größenordnung angeht, dann ist das selbstverständlich kein Honigschlecken. Und mir ist es wichtig zu unterstreichen, dass Südtirol eine gute Ausgangslage hat, die wurde auch hier von Fachleuten dokumentiert, dass es aber die Aufgabe der Politik ist, dafür zu sorgen, dass es auch in Zukunft so bleibt. Bei der Instabilität in Europa, bei der Instabilität auch in dem Staat, in dem wir leben, nicht nur wegen des Regierungswechsels, sondern grundsätzlich, glaube ich, wir tun gut daran, hier diesen Plan B, ich habe ihn so bezeichnet, oder eben auch eine Alternative zumindest offen zu halten, in diese Richtung zu arbeiten. Damit das politisch geschieht und zumindest meine Partei das nicht vergisst, möchte ich zwei Exemplare symbolisch überreichen. Eine dem Obmann, Andreas Leiter, und eine der Fraktionssprecherin im Südtiroler Landtag. Ihr habt eine Menge Lesestoff und eine Menge zu tun. Wenn Fragen sind, jetzt von Journalisten oder von Teilnehmern, dann sind die Autoren der Studien selbstverständlich dazu gerne bereit oder für Interviews anschließend. Bitte, Dr. Posetti. Wir haben das mit den Pensionskassen, die auch mal Angestellten, die bisher noch Italien eingezahlt haben, würden die eigentlich ständig gleich bekommen. Wer zahlt dann die Pensionen? Also das italienische Pensionssystem basiert ja auf dem Umlageverfahren und dergestalt sind sozusagen die laufenden Auszahlungen aus dem Pensionssystem speisen sich aus den laufenden Einzahlungen in das Pensionssystem. Ja. Und es hätten Sie alle schon in diesen Zahlungsströmen, die ich Ihnen präsentiert habe, unter dem Schlagwort Primärsaldo ist schon drinnen. Also dementsprechend sind die Pensionen so sicher, wie sie es heute sind. Das heißt, mit diesen 500 Millionen, die wir als Nettozahler einzahlen, wäre alles abgedeckt, würde ich sagen. Auch inklusive Pensionen, alles. Ganz im Gegenteil, es ist sozusagen der Überling, den Sie drüber hinaus. Ganz kurz. Also, kann man irgendwie, das ist Ihr Teil und mein Teil ist wahrscheinlich irgendwo, oder? Kann man ganz kurz noch mal vielleicht die Folien schauen? Es baut sich die Spannung auf. Da. Was Sie da finden, ist jetzt, also wenn Sie sich die Region Südtirol anschauen, sehen Sie, was alles in Summe an Einnahmen in Südtirol entsteht. Das sind im Jahr 2015 diese knapp etwas über 10 Milliarden Euro. Und Südtirol, wenn man es regional zurechnet, hat eine Summe Ausgaben von 9,2 Milliarden Euro.
Und da ergibt sich sozusagen ein Überliegen, wenn man so möchte, das sind Mittel, die Südtirol für sich selbst nicht braucht und dementsprechend abfließen aus Südtirol. Und in diesen, da ist alles drinnen, da ist alles drinnen. Weitere Fragen? Bitte. Kurze Frage, in der Studie ist die Importquote bei 11% angesiedelt gewesen. Welche Bereiche beinhaltet das Quote? Sie meinen diese Folie wahrscheinlich, gell? Nein, zweite. Ja. 8%? Ja. Das sind ausschließlich Waren. Das sind ausschließlich die Warenimporte, die Sie haben. Wenn Sie die genaue Struktur, wenn Sie die interessiert, dann müsste Sie auf die Studie verweisen, aber die Zahlen sind nicht auswendig im Kopf. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, Andreas, bitte. Wenn dem nicht so ist, darf ich das Wort ergreifen und mich nochmal offiziell bedanken für die beiden Studien, die uns Ehrenobmann uns zur Verfügung gestellt hat. Als Ehrenobmann, lieber Bius, weißt du ja, dass unsere Partei ein recht bescheidenes Konto verfügt und wir uns diese Studien hier niemals als Partei leisten hätten können. Deswegen vielen Dank, dass du uns die Studien gemeinsam mit den Autoren zur Verfügung stellst. Wir werden darauf arbeiten. Ich darf dir auch ganz persönlich danken, denn vor nun 8 Jahren, als ich für die Freiheitliche Partei, für den Gemeinderat in Marling damals kandidiert habe, da war schon ein Grundthema auch die Eigenstaatlichkeit und der Freistaat. Und ich glaube, jede Forderung, jede politische Forderung, die man hat, oder jede politische Realität, war einfach einmal eine Forderung, bevor sie zur Realität geworden ist. Und ich glaube, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg hätte sich keiner gedacht, dass Südtirol einmal diese Autonomie bekommen würde, diese Teilautonomie, die wir heute haben. Das haben die Generationen vor uns gemacht. Und jetzt liegt es eben an uns, mit dem gleichen Engagement, mit dem gleichen Eifer, wie die Gründerväter der Autonomie die, und auch jene, die damals zur Waffengewalt gegriffen haben, darf man auch nicht vergessen, es wurde uns von Italien nichts geschenkt und deshalb sind wir es heute, die das nicht nur verwalten dürfen, uns ausruhen auf die Arbeit der Vorderen, sondern dass wir mit dem gleichen Engagement weitergehen und diese Teilautonomie zu einer Vollautonomie, zu einem eigenständigen Land ausbauen können. Und auf diesem Weg befinden wir uns als Freiheitliche Partei. Jede Kompetenz, die wir fordern an Rom, an Italien, betrachten wir bereits aus dieser Warte einer künftigen Eigenstaatlichkeit. Und es ist, wie du es schon gesagt hast, ein Friedensprojekt, wo eben alle drei Volksgruppen in diesem Land zusammen auf gleicher Augenhöhe miteinander leben können. Und ich kenne mittlerweile ja auch viele Italiener, die auch bereit wären und sagen, dieses Land hat sich etwas Besseres verdient, als zu Italien zu gehören. Wir sagen ja immer, Italien ist ein wunderschönes Land, eine tolle Kulturnation, aber eben ein schönes Nachbarland. Niemand möchte von Italien oder auch Griechenland regiert werden. Man macht dort gerne Urlaub. Dankeschön, Bius. Danke für dieses politische Statement. Ich möchte dazu sagen, die Studie ist liegt in beiden Sprachen vor, Deutsch und Italienisch. Und wir denken natürlich auch daran, sie ins Englische zu übersetzen. Denn wenn sie außerhalb unseres Landes gelesen werden will, dann werden wir darum nicht herumkommen. Evelyn, bitte. Ich möchte unseren Südtiroler Freunden noch mitgeben, man muss Unmögliches anstreben, um Mögliches zu erreichen. Wir wünschen alles Gute auf diesem Weg, ihr habt unsere Unterstützung. Und ich denke auch, dass die neue Regierung, in die ich eine große Hoffnung setze in Italien, von großer Bewunderung, ihr habt ein tolles Regierungsteam, danke. Und um das zu ergänzen, muss man auch sagen, dass Südtirol, je mehr eigenständig wir sind, je unabhängiger wir sind, umso mehr Zusammenarbeit zwischen den Tiroler Landesteilen ist möglich und kann auch eine Europaregion, wie wir sie heute haben, um vieles ersetzen. Denn da haben wir völlig freien Hand, in allen Bereichen zusammenzuarbeiten, wie wir möchten, wie intensiv wir. Danke. Abschließend natürlich auch einen technischen Hinweis. Die Studie liegt da hinten auf. Alle, die heute gekommen sind, dürfen auch eine Studie in Druckform mitnehmen. Wir werden die Studie natürlich auch auf unsere Homepage stellen, weil es heute natürlich üblich ist, dass man sie digital liest. Ich bedanke mich für die Teilnahme an dieser Vorstellung und ganz besonders natürlich bei den Herren hier am Podium, bei den Herr Professor Stadelmeier und Schneider und bei dir, lieber Stefan, ich bin ein bisschen auf den Geist gegangen letztlich. Gegangen. Für die gute Zusammenarbeit und ich hoffe, dass die Studie viel gelesen wird. Bedanke mich. Ja.